Herzlich willkommen im Videoblog der Münchner Medienrechtskanzlei Knies und Albrecht. Mein Name ist Bernhard Knies und wir wollen Ihnen heute hier mal vor dem schönen Panorama der Münchner Staatskanzlei im Hofgarten etwas berichten über ein Urteil des EuGH vom 7.8.2018, also gerade einmal wenige Tage alt, in dem es um eine spannende fotografische Frage geht, nämlich wie das ist, wenn man Fotos von einer Website kopiert und in die eigene Website einbindet. Was war da passiert und worum geht es bei der ganzen Geschichte? Ja, der Sachverhalt, der dieser Entscheidung zugrunde liegt, ist mal so eine ganz klassische Geschichte eigentlich gewesen. Und zwar hat eine Schülerin einer Schule des Landes NRW, einer Gesamtschule, für ein Schulreferat ein Bild aus einer fremden Website eines Reiseveranstalters kopiert, und zwar eines Fotografen Renkhoff, der hier auch der Kläger in diesem Rechtsstreit gewesen ist. Und diese Schülerin hat das Foto genommen und für die Bebilderung eines Referates auf die Website der Gesamtschule des Landes NRW gestellt, das hier dann auch die hiesige Beklagte ist. Das Bild ist also tatsächlich nicht verlinkt worden, sondern das Bild ist schlicht und einfach kopiert worden von dieser Schülerin, ist dann auf den Webspace der anderen, der Schulwebseite hochgeladen worden. Ein Vorgang, der nach deutschem Urheberrecht immer ganz klar eine klassische Urheberrechtsverletzung darstellen würde. Denn das wissen wir ja im Zweifelsfall alle, man darf nicht ein Bild aus einer anderen Webseite kopieren und es in die eigene Webseite einfügen. Was anderes ist es natürlich, wenn Links gesetzt werden, Hyperlinks, oder wenn es sich ums Framing handelt. Trotzdem ist diese Entscheidung bis zum EuGH gegangen, denn die ersten beiden Instanzen, zuletzt also das OLG Hamburg, hatten das Land NRW klar zur Unterlassung verurteilt und auch dem von dem Fotografen begehrten Schadensersatz von 400 Euro zugesprochen. Und das OLG Hamburg hat die Sache dann per Revision dem BGH vorgelegt und der hat eine Vorabentscheidungsersuchung an den EuGH gestellt, dass der EuGH jetzt aus unserer Sicht sehr richtig dahingehend beschieden hat, dass nämlich die Rechtsprechung zum Linken und zum Framen nicht auf das Kopieren eines Bildes aus einer Website und das Hineinfügen in eine eigene Website anzuwenden ist, sprich also diese Ausnahmeregelungen, die für das Linking und für das Framing gelten, die gelten selbstredend jetzt nicht für das Kopieren eines Bildes, wenn ich es einfach einfüge. Aber schauen wir uns das mal der Reihe nach an. Das ist nämlich eigentlich ganz interessant, wie hier argumentiert wird. Letzten Endes überlegt sich der EuGH hier in dieser Entscheidung, ob er die Rechtsprechung, die hier zum Linking und zum Framing ergangen ist, auf das Kopieren anwenden soll oder nicht. Vorgelegt ist ihm die Frage worden vom Bundesgerichtshof, ob das Einfügen eines Bildes auf einer fremden Internetseite, wo es also ein Bild, das auf einer anderen Webseite schon mit Erlaubnis des Urhebers eingestellt war, ob ich das in einer weiteren Website einfach so einstellen und dort öffentlich zugänglich machen kann, ob das dann ein Verstoß gegen Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie zur Informationsgesellschaft ist, ja oder nein. Also wie gesagt, nochmal aus deutscher Rechtssicht eigentlich ein ganz klarer Rechtsverstoß hier schon sicherlich tausendfach so entschieden worden, aber jetzt noch einmal dem EuGH ganz offiziell vorgelegt. Und es gab schon so eine bestimmte Befürchtung, weil nämlich der Generalanwalt sich eher auf die Seite des Landes NRW geschlagen hatte und man musste schon fast befürchten, dass möglicherweise hier der EuGH dem Generalanwalt folgen würde. Das hätte weitreichende Konsequenzen für die Fotografen gehabt. Das hätte nämlich zur Folge gehabt, dass ich, wenn ich ein Bild einmal auf einer Webseite eingestellt habe, ich tolerieren müsste, dass dieses Bild auf allen anderen Webseiten ebenfalls eingestellt werden kann, ohne dass ich dieses ahnden könnte. Ein Ergebnis, das man im Interesse der Fotografen so sicherlich nicht haben wollte. Und insofern ist auch die Entscheidung des EuGH an dieser Stelle relativ eindeutig. Zunächst einmal ist das erste Argument, das der EuGH bringt,
Naja, es handelt sich aus Sicht des EuGH um eine öffentliche Wiedergabe hier dieses Fotos auf der nächsten Webseite. Und bei der öffentlichen Wiedergabe gibt es, anders als bei den physikalischen Kopien, keine Erschöpfung des Rechtes. Das heißt, die Veröffentlichung eines Bildes auf einer Webseite kann nicht dazu führen, dass sich das das Recht der öffentlichen Wiedergabe erschöpft. Das heißt, hier haben wir den Unterschied zwischen der nicht physikalischen öffentlichen Wiedergabe und der physikalischen Verbreitung eines Werkes. Auch dazu haben wir ja mal einen Beitrag gedreht, wie sich das mit dieser Erschöpfung im Urheberrecht verhält, die aber aus Sicht des EuGH zu Recht hier nicht anwendbar. Das ergibt sich schon aus Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie zur Informationsgesellschaft. Ein weiteres wichtiges Argument, das der EuGH hier vorbringt, ist das, dass er sagt, wenn man dieses Einstellen auf der neuen Website als eine neue Wiedergabe qualifizieren würde, ja, oder als eine Wiedergabe, die sich quasi an ein vorbestehendes Publikum richtet, qualifizieren würde, ja, dann könnte der Künstler oder Fotograf ja gar nicht mehr kontrollieren, wohin sein Bild überall gelangt. Das ist auch völlig richtig, denn anders als beim Linking und beim Framing, wo der Künstler und Fotograf es ja immer in der Hand hat, ob er die Rechtsverletzung an der Quelle abstellt oder ob er das Bild von der Quelle wegnimmt, dann ist sie automatisch an allen anderen Stellen ebenfalls weg. Hätte er es ja nicht mehr in der Hand, wenn er tolerieren müsste, dass sein Bild, seine Fotografie auf tausenden von Webseiten sich befindet und er würde völlig die Kontrolle darüber, über sein Werk verlieren. Und ein weiteres ganz gewichtiges Argument ist natürlich die angemessene Vergütung. Na klar, die angemessene Vergütung ist wichtig im Urheberrecht und der Urheber könnte keine angemessene Vergütung erzielen, wenn tatsächlich er dieses tolerieren müsste. Und ehe es jetzt hier anfängt zu stark zu regnen im schönen Münchner Hofgarten, in dem jetzt gleich ein Sommergewitter heruntergeht, dürfen wir uns bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken und auch in gewisser Weise beim EuGH, denn mit dieser Entscheidung hat er sicherlich den Fotografen und den Urhebern einen großen Gefallen getan, denn hätte er hier sich seinem Generalanwalt angeschlossen, ja, das wäre sicherlich für die Urheber ein schlechter Tag gewesen. Und insofern bedanken wir uns bei Ihnen fürs Zuschauen und wenn Sie unseren Kanal abonnieren, dann werden wir Sie selbst reden, weiter über die Entwicklung im Bereich des Fotorechts informieren.